Einen wunderschönen guten Abend zusammen aus dem grünen Frau Hölle Studio. Es hat sich ein bisschen verzögert heute, weil ich ja zum ersten Mal seit, weiß gar nicht, ich glaube 3, 4, 5 Monaten mal wieder einen Livestream mache aus dem Studio und ich mich erst hier so ein bisschen arrangieren musste mit der Technik und alles irgendwie neu einrichten und verkabeln und neu starten musste, wie das halt so ist. Wenn man lange nichts bedient, dann denkt man, man stöpselt alles wieder zurück und alles läuft, ist aber natürlich nie so. So, ich habe es also irgendwie alleine geschafft, habe sogar den Ton hoffentlich hinbekommen. Deswegen sagt mir bitte, dass ihr mich seht, dass ihr mich hört und dass ihr im Chat mitschreiben könnt. Das sehe ich aber schon. Dass ihr im Chat schon fleißig schreibt, das funktioniert, das sehe ich. Und dass ihr mich hört und seht, hoffentlich auch. Dann habe ich nämlich alles richtig verkabelt. Ganz alleine. Ha! Dankeschön, Ulrike. Puh, so, meine Schweißperlen wische ich mal ab. Ich freue mich. Ich freue mich erstens, heute Abend im Studio sein zu können, auch wenn ich wieder keinen Parkplatz gefunden habe, aber trotzdem, ich stehe jetzt einfach vor der Tür. Ich riskiere einen Strafzettel. In München geht es, glaube ich, gar nicht anders um die Uhrzeit bei den ganzen Baustellen hier ums Studio. Ich freue mich einfach so sehr, dass ich hier sein kann, dass das Studio so wunderschön grün dekoriert ist, passend zu der neuen Greenery Botanical Edition und dass ihr vor allen Dingen dabei seid beim sozusagen Livestream-Wiederstart dieses Jahr nach der klitzekleinen Sommerpause im August. Geht es jetzt ab September auf jeden Fall wieder los. Das ist quasi der erste von vielen, vielen kommenden Livestreams, die noch folgen dieses Jahr. Ihr habt es vielleicht schon gelesen im Newsletter. Ab Montag geht Frau Hölle los live weiter. Dazu später noch mehr. Und ab nächster Woche Freitag geht auch wieder gemeinsam kreativ weiter. Wir hatten euch ja versprochen, das geht trotz hoffentlich nie mehr kommenden Corona-Lockdowns weiter. Aus gemeinsam einsam ist gemeinsam kreativ geworden. Und da kriegt ihr auch alle 2 Wochen wieder kreative Ideen und Inspirationen von uns geliefert. Und ich mache nächste Woche den Anfang. Das heißt, ich habe nächste Woche sogar gleich 2 Livestreams mit euch. Aber die von zu Hause aus. Da bin ich zu faul, ins Studio zu fahren. Aber heute bin ich extra mal für dieses wunderschöne Blumen- und Greenery-Meer ins Studio gefahren. Nun denn, lass uns beginnen. Es ist eh schon spät. Und ich habe mich übrigens auch noch hier schick angezogen. Ne? Lauf heute Morgen schon in meinem Greenery-Outfit rum, damit ich hier perfekt die rein fitte in diese wunderschöne grüne Welt im Studio. Ja, so, was möchte ich euch heute zeigen und erzählen und vor allen Dingen auch mitmachen lassen? Es geht um das neueste, jüngste und, naja, dieses Jahr vielleicht sogar auch tollste Produkt, wobei ich mich nie entscheiden kann, welches Produkt mir am besten gefällt von den neuen Produkten, die wir entwickeln. Aber es ist auf jeden Fall ein Highlight, würde ich sagen. Die Botanical Edition, ihr habt sicherlich schon gelesen, war und ist ja wirklich als Ergänzung zur Seasons Collection gedacht gewesen, schon seit längerer Zeit. Also ich habe ja schon insgeheim seit Entscheidung der Seasons Collection damit kalkuliert, dass ich es irgendwie schaffe, alle 140 Hauralarmfarben in Themenkästen zu verpacken und habe mit den 4 Seasons Collections meinen Anfang gemacht. Mit den 4 Jahreszeiten. Und es sind tatsächlich einfach so viele schöne Horadam-Farben vorhanden, dass man sich da wirklich für jedes Thema welche rauspicken kann. Das nächste Thema steht schon in den Startlöchern und für nächstes Jahr sind auch schon neue Sachen geplant. Ich will gar nicht so viel verraten und so viel aus dem Nähkästchen plaudern. Aber die Idee von Greenery und Botanicals und Watercolor, die ist einfach schon so lange in meinem Kopf und warum, wieso, weshalb, das möchte ich euch heute Abend ein bisschen erzählen und am Ende natürlich auch mit euch gemeinsam ein kleines Projekt machen. Ich weiß, dass natürlich noch niemand von euch die Botanical Edition zu Hause besitzt. Die verschicken wir erst im Laufe der Woche an euch, an eure Bestellungen vom Wochenende. Aber ihr könnt auch mit normalen grünen Farben mitmachen, die nicht in der Botanical Edition enthalten sind. Oder ihr wartet einfach, bis ihr sie in Händen haltet. Schaut euch den Livestream dann nochmal an, der wird auf jeden Fall gespeichert. Ganz wichtig. Und macht das Ganze dann nach. So viel schon mal vorab. Ganz wichtige Frage und Antwort. Der Livestream bleibt auf YouTube dauerhaft gespeichert. Das heißt, sobald ihr ihn in den Händen haltet, diesen schönen Kasten, könnt ihr das Ganze nochmal nachmachen und nachschauen. Eure Kommentare lese ich fleißig, deswegen schiele ich immer so nach unten. Wie früher auch bei diesen Livestreams, die lese ich, verfolge ich und beantworte ich hoffentlich auch eure Fragen den ganzen Abend über. Ich glaube, das war das Wichtigste vorab bezüglich der Technik. Ich muss mich erst hier so ein bisschen eingrooven und genau, Stream bleibt gespeichert, ganz wichtig. So, nun nochmal zu der allerwichtigsten Frage: Wie kommen Frau Hölle und Greenery zusammen? Also, so viel schon mal vorab. Wer uns folgt und mich kennt und dem Frau Hölle Studio folgt, der weiß, dass es
nicht erst seit letzter Woche so im Frau-Hölle-Studio aussieht, sondern schon ziemlich lange, um genau zu sein, eigentlich seit Anbeginn des Frau-Hölle-Studios, nämlich seit dem ersten Tag Frau-Hölle-Studio und 100% Selbstständigkeit bei mir zu Hause im Homeoffice. Damit begann quasi auch meine Liebe und Leidenschaft zu Greenery und den grünen Pflanzen, sagt man ja, und grünen Zimmerpflanzen. Ich hatte davon nie was damit zu tun und habe dann mein damaliges Arbeitszimmer so ein bisschen umstrukturiert. Ihr findet auch einen Blogbeitrag auf frauhölle.com/blog dazu. Und ein Teil davon war dann tatsächlich diese allererste Monstera Deliciosa von der IKEA. Die war damals ungefähr noch ein Drittel so groß und stand in meinem Homeoffice und ist ins Frau Hölle Studio als eine der ersten, nee, als allererste Grundpflanze sogar, glaube ich, eingezogen und lebt bis heute zwar nicht mehr allzu gut, wir behandeln sie auch nicht so pfleglich, die steht immer an der Heizung und mag sie natürlich nicht, aber sie lebt noch und wir behüten sie und gucken, dass wir sie wieder aufpäppeln, weil sie einfach echt schon seit Anbeginn des Vorhinein-Studios mit dabei ist und mir ein bisschen ans Herz gewachsen ist, meine Monstera da hinten. Also so begann tatsächlich irgendwie meine Liebe zu den grünen Pflanzen. Ich habe davor nie was damit zu tun gehabt, aber das war, glaube ich, auch so die Zeit vor 5, 6 Jahren, wo der Urban Jungle Trend aufkam und Igor Josef auch sein Buch geschrieben hat und viele, viele andere ihm folgten. Also ich glaube, da war auch die ganze Bubble und Blase, weshalb ich irgendwie zum ersten Mal selber, glaube ich, auch was von dem Thema Greenery, Grünpflanzen und Dschungelpflanzen zu Hause gehört habe. Und ich weiß noch, dass es irgendwie ziemlich bald danach war. Ich war ja öfter in Hamburg auch zu dem Zeitpunkt noch beruflich und ich zum ersten Mal zu Winkel van Sinkel geschaut habe. Ich weiß nicht, ob ihr den Laden kennt. Hamburger kennen ihn garantiert. Es ist ein wunderschöner Laden. Das ist ein Laden, in dem es früher ganz, ganz viel Grünpflanzen gab. Ich glaube, mittlerweile gibt es auch ganz viele andere tolle Dinge, auch tolle Papeterie. Aber vor allen Dingen Grünpflanzen. Es war ein Paradies aus Grünpflanzen. Und ich habe tatsächlich, ich glaube, vor 4 Jahren war es schon, die allererste Pelea, die Bauchnabelpflanze, die UFO-Pflanze, die kennt ihr mittlerweile alle von der Wiener spätestens, mit aus Hamburg nach München exportiert sozusagen. Ich habe tatsächlich im Winkel van Sinkel Laden eine, ich glaube, so große Pelea gekauft. Dann habe ich die gut verpackt und dann habe ich die im Flugzeug mit nach München gebracht. Das war ziemlich cool. Und die ist hier eingezogen und mittlerweile gibt es, glaube ich, 12.000 Kinder von der. Und Ableger von Ablegern und Kinder von Kindern und Kindeskindern. Die Elvine hat 1.000 Ableger, die hat sich gut um meine Pelea gekümmert. Also das war der zweite grüne Daumen sozusagen, den ich hier ins Studio reingebracht habe nach dem Monstera. Ich weiß schon gar nicht, wo die Original-Pelea ist. Irgendwo hier. Bei unserem Fensterbrett, da steht die Original-Pelea von Winkel van Sinkel aus Hamburg. Wenn ihr da noch nicht gewesen seid in Hamburg, dann geht unbedingt mal vorbei. Und ja, schaut bei Winkel van Sinkel vorbei. Es ist ein ganz, ganz schlimmer Laden. Die Elbine habe ich auch schon hingeschleppt, als wir zusammen mal in Hamburg waren. Es ist einfach nur ganz schlimm. Ja, Winkel van Sinkel. Dann gab es natürlich auch noch Passiora, auch bekannt als ja, Grünpflanzen und vor allen Dingen auch Sukkulenten-Online-Shop. Passiora hat uns viele, viele Jahre unterstützt, auch bei den allerersten Lettering-Workshops mit kleinen Mini-Sukkulenten und später auch Tillandsien, also Luftpflanzen, für unsere Workshop-Teilnehmer. Also ihr seht, so der grüne Faden zieht sich wirklich durch seit der ersten Monstera in meinem Leben. Und Erwin hat die übrigens dazu beigetragen, die ja dann irgendwann die Pelea-Zucht angefangen hat, privat auch noch. Ihr Mann freut sich sehr darüber. Und irgendwie, ja, es ist immer mehr und immer mehr geworden. So viel dann zu Passiora, genau. Und Elvine habe ich auch schon erzählt. Und es kam, wie es kommen musste, irgendwann, als dann im Raum stand, welche neuen Symbole wir uns überlegen wollen für die Petite Symbols Collection von Stilnest, kam natürlich auch die Monstera dazu. Das ist die, die könnt ihr jetzt gar nicht erkennen, die ist so klein, meine kleine Mini-Monsti, die einfach so wie alle anderen Symbole auch perfekt ins Studio und zu meinem Leben passt, weil sie einfach ein Teil von mir ist. Greenery und die kleine IKEA-Monsti. Erwine trägt sie heute auch in Silber, habe ich gesehen, heute bei unserem virtuellen Meetup vorhin von zu Hause. Ja, und es kam, wie es kommen musste. Mittlerweile ist das halbe Studio grün und wenn Erwin im Urlaub ist, dann müssen wir uns alle mal um die Grünpflanzen kümmern, damit auch keiner irgendwie den Bach runtergeht. Das ist nicht ganz so leicht. Wir haben auch schon viele davon umgetopft. Hier hinten, die seht ihr jetzt gar nicht, ist, ich weiß gar nicht, ich glaube eine Calathea. Mittlerweile kenne ich mich auch echt gut aus bei Pflanzen. Ich glaube eine große Calathea, die schon dreifach so groß ist wie zu Beginn. Also ihr seht,
Alle Pralle-Studio-MitarbeiterInnen sind hier wirklich involviert in unserem grünen Dschungel und tragen dazu bei, dass er auch so grün bleibt. Und die Vini ist auch mit dabei. Also, wenn ihr Fragen habt, auch ich bin jetzt nicht die Maxi mega große Grünpflanzenexpertin. Ich weiß die Namen von vielen Motiven, weil ich sie mittlerweile schon gemalt habe und so ein bisschen, wo man sie finden kann und was sie ausmacht, weil ich es ganz spannend finde. Aber wenn ihr Fragen zur Pflege, Aufzucht oder auch Nachzucht oder Vermehrung habt, seid ihr mir an der falschen Adresse. Ich gebe meine Pelea ist auch immer bei der Elvina ab und sage, kannst du mal die Babys abmachen und füttern und dann macht die Elvina das und ja, fragt die Vini. Irgendwann kosten die Tipps bestimmt Geld bei ihr, weil jetzt alle fragen, aber fragt unbedingt die Bini, wenn ihr Fragen habt zur Pflege von den Grünpflanzen. Also, so viel mal vorab zu dem kleinen Ausflug, wie Frau Hölle zum grünen Daumen kam, wobei meiner gar nicht so grün ist, aber lustigerweise schaffe ich es, dass ich Grünpflanzen wirklich überleben lasse. Also zu Hause, ich habe es schon in der Story gezeigt, das ist bei meiner einen Geigenfeige, die zwar ein braunes Blatt hat, aber immer wieder nachwächst, sind über Nacht einfach zwei neue Blätter rausgewachsen. Es ist unglaublich, wenn bei so einer fetten Geigenfeige zwei so kleine Mini-Blätter rausschauen. Das ist, ach, also Grünpflanzen sind einfach ein Traum und ihr wisst ja alle nicht nur schön, sondern auch sinnvoll. Machen gute Luft zu Hause, einige mehr, andere weniger. Da gibt es wirklich super spannende Infos und die werde ich in den nächsten Wochen, Monaten und Livestreams natürlich auch mit euch teilen. So viel schon mal dazu. Jetzt möchte ich euch so ein bisschen natürlich aber auch den Kasten vorstellen und vor allem das Kastendesign. Also wie gesagt, die Idee zu diesem Greenery-Kasten, die bestand schon ganz, ganz lange. Ich glaube, es war wirklich, als ich mir die vier Seasons Collections überlegt habe, da ging der Gedanke schon weiter, dass die Idee der Editions auf jeden Fall weitergehen soll. Und Greenery stand als allererste Idee im Raum. Die andere folgt dieses Jahr noch. Und noch einige weitere, wie gesagt, sodass dann irgendwann wirklich alle 140 Farben hoffentlich in den x verschiedenen Frau Hölle und Schminke Editions vorhanden sind. Das ist ja mein Ziel, um alle Jäger und Sammler glücklich zu machen, weil ich selbst es einfach auch liebe, Dinge zu sammeln, die alle schön zusammenpassen und am Ende ein großes Ganzes zu haben. Und deswegen solltet ihr wirklich auch keine Farben doppelt haben, bis auf einige wenige Ausnahmen. Die erzähle ich euch heute aber auch noch. Schauen wir uns doch mal den Kasten einfach an, oder? Ich habe ja hier auch ein bisschen was vorbereitet, damit ihr mir noch tief in die Augen schauen könnt, aber vor allem auch das Produkt, um das es heute geht. Ihr habt sicherlich schon gesehen, so schaut die Botanical Edition aus. Natürlich angelehnt an das Design und das Packaging der Seasons Collections. Da bleiben wir uns selbst treu und Schminke geht den Weg mit uns auch weiter, dass wir also wirklich diese schönen Kartonagen auch immer anfertigen im Design der des jeweiligen Themas. Also ich finde es einfach, ich würde die ja auch nie wegschmeißen. Ich behalte meine Kartonagen von meinen Musterprodukten auch immer, weil es einfach so, so schön ausschaut. Und ja, was vielleicht ganz interessant ist, wie das Pattern hier diesmal entstanden ist, weil das Pattern, ihr habt es ja vielleicht verfolgt bei den letzten Livestreams zur Seasons Collection, dieses Muster für die Verpackung von den Editions habe ich bei den Seasons Collections immer als ein Muster, als eine Collage gemalt und das war super, super schwierig und super aufwendig, da wirklich eine Collage zu malen, wo alle Einzelmotive passen, weil sobald eins verkackt ist, ist ja die ganze Collage verkackt. Und dem habe ich mich nicht mehr, ja, wie sagt man, ich habe mich dem nicht mehr aussetzen wollen. Deswegen habe ich ein bisschen getrickst. Und der genau hinschaut, der Grafiker unter euch hat es bestimmt schon erkannt. Diesmal ist diese Collage digital erstellt. Aber eigentlich sieht man es auch gar nicht. Und eigentlich finde ich es auch viel cooler. Also ich liebe dieses Packaging. Es ist eigentlich, ja, mein Lieblingspackaging bisher von allen Editions. Und es ist für mich wirklich sehr viel entspannter gewesen, alle Einzelteile zu malen und dann digital zusammenzusetzen, als eine große Collage zu malen, die auch von der Größe her passen muss. Das war auch immer so ein Pi mal Daumen-Ding. Und ach, ich bin einfach wahnsinnig entspannt, dass es diesmal so super geklappt hat und nicht so klug war. Jetzt zeige ich euch mal, aus welchen Einzelteilen das Ganze entstanden ist. Das ist ein riesiger Bogen, den ich genommen habe, um da alle Einzelmotive aufzumalen. Also ihr seht ja hier, da ist alles mit drauf und wie immer aus allen Farben, die im Kasten sind, entstanden, was man so damit malen kann. Also die Welt der Kakteen, die Welt der Farnblätter, normale Blätter natürlich, hier ein bisschen Eukalyptus angedeutet, natürlich auch hier die Zebrasukkulenten,
beziehungsweise Aloe Vera schaut auch ähnlich aus. Monster war ganz klassisch natürlich. Und genau, noch mehr Kakteen. Es hat gar nicht alles draufgepasst, was ich draufbringen wollte, aber hier seht ihr mal das Original, wie das Ganze so entstanden ist. Das ist also wirklich hier die Original-Kakteen-Farm da unten, die ich gemalt habe. Und dann natürlich alles digitalisiert habe und ausgeschnitten habe und zusammengesetzt habe. Hier sind noch die anderen Kakteen mit den gelben Stacheln, mit der gelben Farbe und indischgelb und cadmiumgelb hell. Hier ein wunderschöner Kaktus. Ich glaube, der hat es zum Beispiel gar nicht. Doch, der hat es auch. Nee, hat er nicht. Er hat es nicht vorne drauf geschafft, aber hinten drauf ist er ganz klein. Da ist der kleine Kaktus. Kleiner Kaktus mit schwarzen Stacheln diesmal und wunderschönen rosanen Öhrchen. Finde ich auch ganz toll. Und die Natur bietet einfach wirklich alles. Und alles könnt ihr mit diesem Kasten malen an botanischen Motiven. Hier noch mehr Kakteen und da unten noch mehr Farmblätter und Blätter. Also das ist wirklich das fette Blatt, was ich erstellt habe, was ja für die Collage der Botanical Edition gedient hat. Das war also wirklich ein mega, mega, mega Spaß und werde ich bei den zukünftigen Editionen auf jeden Fall wieder genauso machen, weil das ganz schön klug war und mir sehr viel weniger Stress und Aufregung und Schwitzen, Schweiß bereitet hat. Ja, so viel zu der Entstehung von diesem Packaging und wie immer ist es natürlich auch diesmal wieder so, den Moment einfach. Das ist ja nur das Muster. Das muss ich wieder im Studio lassen. Ich habe ja mein eigenes handgemachtes Muster. Hier seht ihr eine kleine Veränderung zur Seasons Collection. Wer die Kästen zu Hause hat, der erkennt sie vielleicht schon. Bei den Seasons Collections steht hier in der Mitte noch der Name Seasons Collection, damit ihr auch eindeutig erkennen könnt, dass von außen nicht nur reingucken müsst, dass ihr von außen eindeutig und sofort erkennt, ah, das sind meine vier schwarzen Kästen für die Seasons Collection und anhand des Stickers erkennt ihr immer, um welche es sich handelt. Dann seht ihr hier auf jeden Fall, handelt es sich nicht mehr um eine Seasons Collection, sondern um die Greenery Botanical Edition. Darauf haben wir also verzichtet. Und es nur bei dem Schminke- und Hölle-Logo und natürlich den Hölle-stilistischen Element, das überall drauf muss, nämlich die Hölle-Kleckse belassen. Natürlich in Gold draufgedruckt, also wirklich super, super hochwertig. Und das Schöne ist, diesen Kasten bekommt ihr ohne den Sticker auch bald bei uns im Onlineshop als Leerkasten zu kaufen. Das heißt, ihr könnt eure X Frau Hölle und Schminke Editions noch selbstständig mit eigenen Editions erweitern, zukünftig im selben Design. Ihr könnt euch selbst Sticker gestalten, die ihr dann draufklebt, aber ihr habt auf jeden Fall die Möglichkeit, das auch in Zukunft ab nächster Woche, glaube ich schon, als Leerkasten bei uns zu bestellen. Könnt ihr kurz würdigen, wie schön ich meine Fingernägel extra für die Livestreams diese Woche gemacht habe? Ja, ich bin ein bisschen stolz, dass ich mich getraut habe, dunkelgrüne Fingernägel machen zu lassen. Hatte ich noch nie in meinem Leben. Nur für Greenery. Genau, das ist also wirklich so ein bisschen der Unterschied. Ansonsten alles gleich, selber Sticker, selber Größe. Also ihr könnt die wirklich alle nebeneinander legen und dann, das war auch so die Idee von mir dahinter, sofort erkennen, um welchen Kasten es sich handelt, weil das ist natürlich normalerweise nicht möglich, wenn das einfach nur ein schwarzer Schminkekasten ist und die Verpackung hebt man sich ja vielleicht auf und man bewahrt den Kasten nicht immer drin auf. Deswegen wäre das ein bisschen doof gewesen. Ja, und dann ist ansonsten alles gleich. Ihr habt wie immer zwei Mischpaletten, auch in der Botanical Edition. Ihr habt wie immer 12 Schminke Hochadam, hochwertige Künstler-Aquarellfarben in der Botanical Edition enthalten. Das ist der ursprüngliche Zustand. Wunderschön, es ist immer wie Weihnachten, die kleinen Gutzahl noch nicht ausgepackt zu sehen. Aber wenn ihr das Ganze dann ausgepackt habt, dann sieht das Ganze nach ein paar Wochen der Benutzung so aus. Das ist also das benutzte Baby von mir zu Hause, mein erstes Handmuster. Ich stückel mir dann ja immer, nachdem ich mir die Farbe ausgesucht habe, aus den einzelnen Näpfchen den ersten Kasten zusammen und dann probiere ich ja wirklich wie wild damit herum. Und das ist wirklich auch so der Entstehungsprozess und Entwicklungsprozess hinter allen Editions, die ich mit Schminke gemeinsam mache, dass ich mir vorab erstmal überlege, in welche Farbwelt es überhaupt gehen soll, mir dann die Kärtchen raussucht. Wir haben ja von allen 140 Karten, von allen 140 Farben, hatte Irene letztes Jahr einmal Kärtchen erstellt. Das heißt, die schaue ich mir dann zuerst noch an. Welche Karten habe ich auch noch? Welche sind noch nicht verbraten in anderen Editions? Ja, und dann wird das meistens so von 20 Farben auf 12 heruntergedampft, die dann letztendlich in den Kasten reinkommen. Und das ist immer eine ziemlich
Nervenaufreibende Angelegenheit, sage ich euch, weil am liebsten würde ich immer keine der Farben, die ich ursprünglich reinhaben will, hergeben. Es bricht mir das Herz um jede Farbe, die ich abgeben muss, um mich auf 12 Farben zu reduzieren. Aber ich bin auch ein bisschen stolz, dass ich es jedes Mal schaffe. Und um euch mal so ein bisschen in den Prozess, in diesen Auswahlprozess mitzunehmen, habe ich mal von zu Hause Sachen mitgebracht. Ich weiß gar nicht mehr, wo es anfing da außer. Ich glaube, das war schon irgendwo am Ende. Also es geht eigentlich immer darum, letzten Endes, dass ich dann wirklich mir überlege und auch durch viele Rumprobieren feststelle, welche Farben ich vielleicht auch durch Mischungen erzeugen kann und sich erzeugen lassen, die ich dann wiederum rausstreiche als Originalfarben. Also natürlich geht es mir immer bei allen Editions darum, auch bei der Botanical Editions, dass ihr Farben drin habt, mit denen ihr 1:1 ohne Mischmuss, ein schönes Wort, ohne Mischmuss, die jeweiligen Motive malen können. Das habt ihr ja bei Winter, Sommer, Herbst und Frühling gesehen, auch bei den Livestreams, die wir gemeinsam hatten, auch bei Fröhle Loose Live, dass ihr wirklich die Motive 1:1 mit den Farben aus den Näpfchen malen könnt, auch als Anfänger. Ihr müsst sie nicht mischen, ihr könnt sie natürlich mit Wasser heller machen, mit Schwarz-Braun ein bisschen abtönen, aber ihr könnt sie 1:1 verwenden. Und das war auch der Gedanke hierhinter, dass ihr Farben direkt daraus benutzen könnt. Deswegen liegt der Fokus natürlich auf Greenery und auf Grüntönen. Aber nur Grüntöne ist irgendwie auch doof und die Welt der Pflanzen besteht nicht nur aus Grün, sondern auch aus Gelb, teilweise eben auch aus Rosa, aus Orange. Dann sind Pflanzen oft in Töpfen drin, überall haben wir kleine Terrakotta-Töpfchen oder auch die Sukkulenten haben ja, also alle Pflanzen sind ja ursprünglich in diesen Plastiktöpfchen drin. Das heißt, Braun muss auf jeden Fall auch mit rein, ein bisschen Terrakotta, Schwarz zum Abtönen, in dem Fall ist es Payne's Grey mit drin, also eine wirklich tolle Farbe zum Abtönen. Ja. Lange Rede, kurzer Sinn. Also es geht dann wirklich so durch und durch, dass ich mir einfach immer überlege, was passt mit dem zusammen. Und das ist wirklich einfach so ein Einblick in meinen gedanklichen, aber auch praktischen Auswahl- und Testprozess, bis ich mich von 20 Farben, wie es meistens zu Beginn sind, auf 12 Farben irgendwie runter reduziert habe. Das dauert wirklich Tage, manchmal auch Wochen. Und es geht mit sehr viel Herzschmerz einher. Aber irgendwie bin ich am Ende immer glücklich mit dem Ergebnis. Also ich habe noch keine Entscheidung der Four Seasons Collections bereut. Und der Botanical Edition ist ja auch noch nicht zumindest. Ja, also ihr seht wirklich hier, aus welchen Farben sich verschiedenste Kombinationen erstellen lassen. Hier seht ihr einmal die komplette Range an Grüntönen. Ich glaube, das waren die, die ich noch zur Verfügung hatte. Darf euch gar nicht zu so viel verraten. Gibt ja auch noch viel mehr. Und das war dann, glaube ich, schon ein ziemlich finaler Zustand, wobei ihr seht, das waren auch noch mehr als 12 Farben. Und dann habe ich hier noch so ein bisschen überlegt, welche von den Farben nehme ich. Am Ende ist es ja preußisch blau und preußisch grün geworden hier. Auch schön so als Kombi und als Duo. Ich hatte aber auch noch andere Blautöne überlegt. Da war, glaube ich, auch noch ein anderes Blau mit dabei. Ich weiß gar nicht, was es war. Die waren sich ziemlich ähnlich. Also ich kann euch sagen, es ist nicht leicht, dieser Prozess. Aber es macht wahnsinnig viel Spaß, da wirklich einfach zu mischen und zu testen und zu schauen, was mit wem zusammenpasst und am Ende wirklich diese 12 Farben in Händen zu halten. Es ist ein bisschen wie so Mathematik und Physik auch, ne, wenn ich es jetzt so im Nachgang betrachte. Ja, und ursprünglich, lustigerweise vielleicht auch noch so als Behind the Scenes, darum geht es ja auch bei dem Livestream, euch so ein bisschen wirklich Einblicke in meine Gedankenwelt der Entstehung zu geben. Ihr seht hier die Farbe 101. Ursprünglich hatte ich als Idee, eine von den 12 Farben wirklich mit Weiß zu besetzen. Es gibt ja zwei weiße Farbtöne von Schminke und ich weiß gar nicht, was 101 war. Ich glaube, Titanweiß oder sowas. Auf jeden Fall, oder Chinesisch Weiß, genau. Ich glaube, Chinesisch Weiß, die deckendere von den beiden Varianten. Ja, hatte ich mir überlegt, war auch ganz cool, dachte ich mir, Weiß ist auf jeden Fall drin, für Blattadern und für Stacheln auf den Kakteen habe ich noch 11 Farben übrig, gut. Beim Testen hat sich allerdings herausgestellt, dass das Weiß, auch wenn man es wirklich cremig anmischt, einfach nicht die Deckkraft besitzt, weil es eben immer noch eine Aquarellfarbe ist und keine Gouache oder eine Acrylfarbe, die ich mir vorgestellt habe. Und dann habe ich es rausgekürzt, habe mich zwar einerseits, war ich traurig, dass sie weg ist, andererseits dachte ich mir, cool, habe ich eine Farbe mehr für meine Grüntöne. Und deswegen haben wir uns eine ziemlich coole Sache überlegt und haben ja gleichzeitig mit der Botanical Edition auch diese Horadam Gouache Titanweiß Tube gelauncht. Das ist nämlich wirklich mit all meinen Testen das deckendste Deckweiß, was es gibt. Natürlich gibt es auch noch Acrylvarianten. Ihr könnt natürlich auch, wenn ihr zu Hause seid,
jederzeit die Schminke Aero-Color nehmen. Das ist ja eine flüssige Acrylfarbe. Die geht natürlich ganz genauso, ist auch super deckend. Aber für unterwegs ist es halt ein wenig unpraktisch. Gel-Liner ist auch nicht so cool für einzelne Effekte. Das schaut immer so künstlich aus und draufgemalt, finde ich. Also Gouache ist einfach the way to go, wenn ihr irgendwie Akzente in Blättern oder auch eben auf Kakteen setzen wollt, Blattadern einmalen wollt. Das Coole ist, ihr braucht quasi gar kein Näpfchen, denn ihr habt ja hier in der Mitte noch ganz viel Platz. Und dieser Platz eignet sich wunderbar, um hier einfach so ein bisschen was von der Titanweiß Gouache reinzudrücken. Also ihr könnt eigentlich den ganzen Platz in der Mitte benutzen. Näpfchen passen ja nicht so wirklich rein. Das ist ein bisschen zu klein, aber Gouache, wunderbar. Und dann trocknet die so ein bisschen vor sich hin. Die ist mittlerweile richtig furztrocken und ihr könnt hier jederzeit Gouache auch mit Wasser aktivieren. Das heißt, ihr habt quasi euer Deckweiß, euer Titanweiß als 13. Näpfchen mit dabei. Win-win für alle. Eine Farbe mehr und trotzdem Weiß enthalten und auch noch deckender. Also so viel auch nochmal behind the scenes zu dem Entstehungs- und Entscheidungsprozess, warum wir die Titanweiß Gouache noch mit aufgenommen haben in den Shop. Und es ist einfach viel praktischer, als immer dieses für zu Hause mitzunehmen. Das finde ich einfach super cool, auch gerade wenn man was lettern möchte, weil das eben schon flüssige, weiße, deckende Acrylfarbe ist. Und ihr könnt natürlich damit auch zu Hause jederzeit Kakteen und alles malen und spitzen. Aber Gouache ist einfach für unterwegs viel cooler. Sind wir doch mal ehrlich. So, ich gucke so ein bisschen, ob ihr Fragen habt. Nee, wenn ihr Fragen habt, jederzeit. Also ich möchte euch da wirklich heute so ein bisschen einfach Einblick geben in all die Wochen und Monate, die vergehen, bevor man dann am Ende so ein Baby in den Händen hält. Jo, so viel zum Entscheidungsprozess. Ansonsten, was kann ich euch noch sagen, bevor wir ans Praktische gehen und uns die Farben anschauen, auch nochmal? Natürlich könnt ihr alle 12 Farben mittlerweile auch jederzeit als Nachfüllnäpfchen bei uns erwerben. Ihr seht schon, welche Farben bei mir so ziemlich fies gefordert werden. Das Saftgrün ist bei mir natürlich maximal benutzt und strapaziert. Aber auch Hocus Green, wer hätte es gedacht? Also ich glaube, das Saftgrün muss ich hier bald austauschen. Wenn ich irgendwann den Boden erreiche und auch die ganzen Seiten ausgekratzt habe, dann werde ich das auf jeden Fall mal, glaube ich, erneuern müssen. Aber ich gehe einfach ins Lager und hole mir eine neue Saftgrün raus bei uns aus unserem kleinen Süßwarenladen im Lager. Genau. So, dann vielleicht noch ein paar weitere Produktinfos. Also aktuell ist es so, dass alle, die Botanical Edition am Wochenende zum Launch und auch mit unserem Special VIP-Goodie, gleich noch, bestellt haben, die Botanical Edition auf jeden Fall bis Ende der Woche in den Händen halten. Also die mit 7 Werktagen bestellt haben, schaut mal in eurer Bestellbestätigung, erhalten auf jeden Fall diese Woche noch die Botanical Edition inklusive aller Goodies. Und alle, die jetzt bestellen, erhalten sie definitiv nächste Woche. Aktuell haben wir eine Lieferzeit von 10 Werktagen. Wir mussten auch noch mal eine neue Charge nachbestellen aktuell. Das wissen wir vorher auch nie, wie crazy ihr seid. Deswegen bekommt ihr die, wenn ihr sie heute bestellt, auf jeden Fall nächste Woche von uns. So viel schon mal vorab, weil die Frage, glaube ich, auch schon ganz oft kam und immer wieder kommt. Schneller können wir nicht sein, aber wir geben hier wirklich schon alles. Es passiert immer wieder auch mal ein paar Fehlerchen bei Partnern, bei uns. Und das müssen wir alles so ein bisschen, ja. Es ist ein komisches Jahr einfach. Es ist ein total komisches Jahr, aber das ist ein anderes Thema. Heute geht es um positive Dinge. Und wir sind einfach froh, dass wir sie in Händen halten können. So, dann vielleicht noch kurz ein Ausflug zu der Welt der, das ist übrigens hier mein Handmuster, zu der Welt der Goodies. Denn ihr bekommt ja, wenn ihr die Botanical Edition bei uns im Shop kauft, nicht nur die Botanical Edition, sondern auch noch 3 Goodies. Kurz vorab, Airbrush City wird auch eine Charge von der Botanical Edition verkaufen. Also solltet ihr da schon Kunde sein oder was anderes kaufen wollen, könnt ihr dort natürlich auch shoppen gehen. Aber nur bei uns gibt es für dieses Produkt diesmal ganze 3 Goodies. Und das zeige ich euch mal kurz, weil die sind echt fett. Ein Goodie kennt ihr. Also erstmal vielleicht ganz kurz, weil darüber dürfen sich nicht alle freuen, sondern nur 100 Besteller. Das ist, oh süß, das ist das Special Goodie, das die 100 ersten bzw. Bestellungen mit dem VIP-Code-Wort erhalten.
kleine Überraschung vorab. Eine exklusive limitierte Farbe, Perlglanzfarbe, nämlich Perlviolett. Ist auch ganz schön, weil Violett ist da nicht mit drin. Also eine wunderschöne Ergänzung zur Botanical Edition. Ich sag's euch, es lohnt sich immer wieder, unseren Newsletter zu abonnieren, weil nur im Newsletter habt ihr das Codewort erhalten, mit dem ihr dieses Näpfchen dazu bekommen könnt. Aber die Chance ist schon vorbei, aber man munkelt ja, dass es zu jeder Schminke Edition ein paar exklusive VIP-Club-Goodies geben könnte. So, nun zu den Goodies, die jeder von euch bekommt, garantiert, wenn ihr die bei uns kauft im Laden, im Online-Laden. Also, wie immer und auch bei den anderen Editions mit dabei ist, ich sag mal so, der Swag-Sticker. Der Sticker, der oben drauf ist, der in kleiner Variante nochmal, in großer Variante, sind 5 cm und mit dem könnt ihr machen, was ihr wollt. Da könnt ihr euren Kastenhobby kleben. Ich habe den Sticker auf meinem MacBook, weil er so schön ist, finde ich. Ihr könnt ihn an den Kühlschrank kleben, ihr könnt euer MacBook, euer, was weiß ich damit bekleben, Stiftemäppchen, was ihr wollt. Einfach ein kleiner, schöner Swag-Sticker. Und ziemlich coole Sache, haben wir organisiert mit unseren tollen Partnern. Ihr behaltet zu jeder Botanical Edition einen, ich muss hier mal ein bisschen Platz machen, einen Rembrandt Aquarell Buntstift von Lyra. Freundlicherweise wirklich für alle Botanical Editions, also nicht nur zeitlich begrenzt, sondern forever and ever, zur Verfügung gestellt von Lyra. Und zwar ist das ein hellgrau, ihr seht hier Light Gray, also wirklich ein sehr, sehr, sehr hellgrauer, wasservermalbarer Buntstift, mit dem ihr super Vorzeichnungen machen könnt. Und die Welt der Botanicals ist leider not so loose. Ihr seht bei Freundlos Live, wir versuchen sie loose anzugehen, aber oft bei einigen Motiven, gerade auch bei der Monstera, kommt man nicht umhin, dass man sich mal eine Vorzeichnung machen muss. Weil viele Greenery-Motive, Pflanzen, Blätter auch, einfach so komplexe und knifflige Strukturen haben, dass man eine Vorzeichnung braucht, um sich nicht allein in der Struktur, in der Form zu verlieren. Und dann arbeitet man ja auch wet and wet und verliert Zeit. Also ich musste mir eingestehen, Greenery geht ganz oft nicht ohne Vorzeichnung, was auch völlig okay ist. Man kann mit einem Bleistift arbeiten, einem Knetradiergummi oder aber eben mit diesem coolen Stift, der sich dann einfach quasi auflöst, sobald man mit Wasser drüber geht. Super coole Sache, benutze ich auf jeden Fall auch mal bei Freundlos Live und ihr erhaltet ihn wirklich alle, wenn ihr die Botanical Edition bei uns bestellt. So, und das aller coolste finde ich ja und laut euren Reaktionen auf Instagram, auch ihr, ist, ich zeige ihn euch hier mal in voller Größe, dass ich, wie auch einst bei der Floral Pocket Box, einen Quick Start Guide für euch erstellt habe. Ihr habt euch das gewünscht, das war so das Feedback auch zur Seasons Collection, dass euch ein, ja wirklich so ein Einstiegs-Mini-Werk fehlt, wo ihr direkt mit dem Kasten, wenn ihr ihn zu Hause habt, was anfangen könnt, gerade auch für die Anfänger. Und das habe ich gehört. Und natürlich auch beherzigt und diesen Mini-Guide erstellt. Es ist also wirklich ein Quick-Start-Guide, so wie er auch heißt. Der ist dafür da, dass ihr wisst, wie ihr die Farben auspackt, benutzt, aktiviert, wie ihr auch die Farbkarte erstellt, die es noch nie gemacht haben, tun sich vielleicht auch damit schwer. Also auch da ist eine Anleitung enthalten. Es gibt, das finde ich eigentlich am coolsten, eine Seite mit ganz vielen grünen Mischfarben. Denn ihr habt ja nicht nur die 4 bzw. 5 Grüntöne in der Edition, die ihr benutzen könnt. Ihr könnt natürlich aus diesen Grüntönen und den anderen enthaltenen Farben auch noch viele weitere Grüntöne mischen. Unendliche Grüntöne, sage ich euch, könnt ihr mit der Botanical Edition zusammenmischen. Für jegliche Grünpflanze der Welt, damit ihr auch wirklich jeden natürlichen Grünton einfach ermischen und erarbeiten könnt. Ja, das war ein bisschen Arbeit, vor allem ich habe immer noch nicht so wirklich viel Arbeitszeit. Das heißt, die letzten Wochen und Nächte saß ich wirklich an diesem Werk und das Allerschönste ist, ihr habt auch wirklich eine Schritt-für-Schritt-Anleitung ganz im Detail für ja, das Signature-Motiv von jeglichen Greeneries und Botanicals, nämlich der Monstera Deliciosa. Und ihr seht also wirklich hier, ihr habt eine Anleitung, die bekommt ihr von mir mit dazu 1:1. Zum Abpausen hier in Originalgröße und dann könnt ihr 1:1 Schritt für Schritt nachlesen, wie ihr am Ende aus nur zwei Farben aus der Botanical Edition so ein Monstera-Blatt gestalten könnt.
Also ich würde mal sagen, das ist wirklich eine ziemlich coole Sache. Damit könnt ihr direkt loslegen, wenn ihr zu Hause eure Farben, eure Botanical Edition auspackt und nicht wisst, was ihr mit diesen komischen kleinen bunten Näpfchen machen sollt. Solche Leute soll es ja geben, die vielleicht wirklich als allerersten Aquarellkasten in ihrem Leben die Botanical Edition in den Händen halten oder geschenkt bekommen, wo ich mich sehr, sehr drüber freuen würde. Und dann wissen sie zumindest auf jeden Fall schon, was sie damit machen können. Das bekommt ihr als PDF zu jedem Kauf mit dazu geschickt. Also bevor ihr das zu Hause in Händen haltet, habt ihr das PDF und könnt da schon mal ein bisschen reinschnuppern. Und sobald ihr den Kasten habt, dann auch die Monstera malen. Und jetzt kommt die Big News. Es gibt ja quasi noch zwei Möglichkeiten in den nächsten Wochen, wie ihr gemeinsam mit mir in die Welt der Greenery Watercolor Botanicals einsteigen könnt. Die Monstera erkläre ich euch in diesem Mini-Guide. Es wird aber auch noch einen richtigen Watercolor Botanicals Guide geben, wo ich weiß noch nicht genau, wie viele, aber auf jeden Fall mindestens 10 Greenery-Motive wirklich auch Schritt für Schritt für euch erklären, die ihr danach malen könnt. Und parallel dazu gibt es ja die zweite Staffel von Frau Hölle Loose Live am nächsten Montag, 20 Uhr, da beginnt es auf YouTube, wo wir gemeinsam in den nächsten 6 Wochen 6 Greenery-Motive malen. Natürlich nicht die Motive, die auch im Guide vorhanden sind, sondern nochmal eine Ergänzung zu dem Guide. Wer vielleicht sich lieber was erzählen lassen möchte von mir und nicht lesen möchte, der ist auf jeden Fall bei der Frau Hölle Loose Live Greenery und Botanical Staffel 2 gut aufgehoben. Aber so viel schon mal vorab. Diesmal haben wir uns überlegt, möchten wir den ersten Livestream gratis anbieten, quasi als Einstieg und so zum Schnuppern, ob euch das ganze Format taugt, die dies vielleicht noch nicht kennen. Können also nächsten Montag um 20 Uhr einschalten. Da zeige ich euch ein Motiv, ich verrate noch nicht was. Und in den folgenden Wochen müsst ihr diesmal, wenn ihr weiter zuschauen möchtet in der Staffel 2, den Staffelpass erwerben. Dann erhaltet ihr jede Woche vorab den Link zum YouTube-Livestream und könnt dann exklusiv an den Livestream teilnehmen. Livestreams findet immer Montag um 20 Uhr statt und wer es nicht schafft um 20 Uhr, findet ihn auch, wie bei der Staffel 1, in der Academy. Darauf freue ich mich riesig, riesig, riesig. Jetzt schon. Montagabend zu Hause, Freude Loose Live mit euch, die nächsten 6 Wochen. Wuhu! Zu Hause habe ich ja auch schon einen kleinen Dschungel. Ich habe genug Vorlagen und Motive zu Hause. So, ich muss mal was trinken, mein Hals ist trocken. Ich habe schon lange nicht mehr so viel erzählt. Das war Schleichwerbung. Liebe Katrin, also der Preis bleibt auf jeden Fall gleich. Und wir haben uns sogar für all die, die schon den ersten Staffelpass gekauft haben, auch was Schönes überlegt. Lasst euch überraschen. Wir wollen ja, dass die, die schon mit dabei waren, auch dabei bleiben. Deswegen haben wir uns was Besonderes für euch überlegt, dass ihr hoffentlich auch beim zweiten Mal zuschaut und den Staffelpass erwerbt. Nicht mehr sonntags, das hatte ich ja schon angekündigt, sonntags ist in Zukunft genauso wie Samstag einfach mein Instagram-freier Tag und arbeitsfreier Tag. Das gönne ich mir einfach und deswegen habe ich ihn auf Montagabend verlegt. Montag bis Freitag sind meine Arbeitstage bald wieder. Und es muss einfach für mich auch fitten und es muss mir Spaß machen und sich nicht wie eine Belastung anfühlen, habe ich gemerkt. Und deswegen fittet für mich der Montagabend besser. Und die Idee ist ja vor allem auch, dass ihr den Staffelpass hoffentlich erwerbt und dann die Livestreams immer, immer wieder anschauen könnt, wann es euch passt, wenn ihr nicht live mit dran teilnehmen könnt. Schön. Montags ist Ingrids Feiertag. Also Ingrid ist dann hoffentlich live mit dabei. So, das war's. Oh, und jetzt noch was. Ja, okay. So viel zu den Gunes. Immer mal gucken. Und bevor wir uns jetzt den Farben und dem Motiv widmen, was ich mit euch gemeinsam heute noch malen möchte, habe ich noch so ein bisschen Ideen für euch, wo ihr Inspiration findet für Motive. Abgesehen von meinem Botanical Guide und meinem Livestream, meinem Freude Loose Live, meiner Freude Loose Live Staffel. Ihr könnt natürlich am allerbesten von echten Pflanzen abmalen, weil dann habt ihr Win-Win-Win eigentlich sogar. Ihr habt eine schöne neue Deko für zu Hause. Moment, hier. Ihr habt eine schöne neue Deko für zu Hause. Ihr habt Pflanzen, die Sauerstoff verbreiten, die euer Zuhause schöner und gemütlicher und lebenswerter machen. Und ihr habt auch noch eine schöne Live-Vorlage, wie zum Beispiel hier. Die Diefenbachie übrigens. Ich möchte mal merken, die Diefenbachie, die malen wir nämlich auch gemeinsam.
für zu Hause als Motivvorlage. Und da haben wir uns was Tolles für euch überlegt, denn ich glaube, mindestens die Hälfte von diesen wunderschönen Blumen stammt von der House Plant Factory. Wenn ihr die kennt, ist ein cooler Online-Shop. Und ja, die haben uns quasi ausgestattet. Wir haben sozusagen kooperiert, weil wir dachten, cool, ihr habt die Pflanzen, wir haben die Farm. Das könnte doch eine coole Partnerschaft sein. Und sie haben uns auch einen Rabattcode für euch zur Verfügung gestellt mit Frau Hölle 10. Ich spick mal, Frau Hölle 10. Könnt ihr dort noch bis einschließlich, ich glaube, Samstag mit minus 10% Rabatt shoppen. Und es gibt wirklich große Pflanzen und es gibt noch ganz kleine Pflanzen. Wo sind sie denn? Wir haben irgendwo da hinten haben wir unseren Kindergarten. Das sind nämlich die Baby Plants. Die sind wirklich, das sind also auch Calatheas und Monsteras, aber Mini. Und auch Babypreise. Und dann nochmal rabattiert. Also schaut mal bei der Hausplan Factory vorbei. Ich zeige euch nochmal kurz hier den, das ist der Flyer. Hausplan Factory. Auch ein super nettes Team, mit dem wir in Kontakt stehen. Ich glaube, da ergibt sich noch einiges. Und ein super toller Shop. Ah, traumhaft. Sehr, sehr verlockend. Also da könnt ihr natürlich auch shoppen gehen und Modelle für euer Zuhause shoppen. Dann könnt ihr natürlich jederzeit auch bei Google und Pinterest nach Motiven suchen, die ihr privat verwendet und abmalt, aber natürlich nicht mit der Öffentlichkeit teilen dürft, weil es nicht eure Bilder sind. Oder aber mein Tipp, ihr geht einfach zum Beispiel zu Pixabay oder Unsplash oder anderen freien Stockportalen, wo ihr auch zum Beispiel wirklich viele, viele schöne Monstera-Bilder findet. Habe ich zum Beispiel auch das Bild gefunden, was ich als Vorlage genommen habe für diese Monstera. Und dann könnt ihr das Ganze auch auf Social Media teilen, müsst kein Credit angeben und ich darf das Bild dann eben auch in meinem Guide benutzen. Auch gewerblich. Mhm. So als kleiner Pro-Tipp noch. Und last but not least, bisschen oldschool, aber ich finde es ja auch immer total schön, gibt es natürlich auch wunderschöne Literatur, wo man ganz, ganz viel Inspiration findet für Greenery-Motive und Modelle. Hier habe ich House of Plants ganz neu gekauft. Es ist ein wunderschönes Buch, ein schönes Coverbild. Eignet sich perfekt zum Abmalen. Aber hier drinnen, es ist auch an sich ein wunderschönes Buch, weil es ganz viel Inspiration und wunderschöne Fotos beinhaltet. Hier sind Luftpflanzen, so ein bisschen Interior-Stuff und einfach so ein bisschen Inspiration, wie man das zu Hause grüner dekorieren kann. Aber eben auch wirklich viele schöne 1:1 Vorlagen von Pflanzen einfach, die man nutzen kann, um Pflanzenstudien zu betreiben oder Pflanzen wirklich 1:1 abzumalen. Also richtig schönes Ding. Oder was ich auch gefunden habe, auch sehr cool, Urbane Botanik. Das Schöne daran ist, es ist ein Buch, was verschiedene Zimmerpflanzen auflistet, aber gemalt. Natürlich verleitet es dazu, ist es nicht wunderschön, das einfach abzumalen. Aber abmalen ist ja auch immer ein guter Trick, um zu üben. Also ihr dürft natürlich nicht das Ganze abmalen und auf Social Media teilen und sagen, wuhu, habe ich eine schöne Echeveria gemalt. Da müsst ihr unbedingt Credits geben, aber so als Inspiration zum selber malen finde ich das Buch einfach mega, mega cool. Schaut mal. Das ist einfach echt geil. Und hier ist dann eben so Pflanze nach Pflanze einfach zum wirklich inspirieren und ausprobieren. Und richtig schöne Kakteen. Kann man auch mal eine Kakteenstudie machen. Also das sind so meine zwei Buchtipps. Urbane Botanik und House of Plants für noch ein Motive. Aber am schönsten ist natürlich einfach, wenn ihr euch wirklich Live-Motive nach Hause kauft. Und diese wunderschönen... Naja, okay. Mhm. Diese wunderschönen Dinge einfach wirklich live und mit euren eigenen Augen abzeichnet. Genau. Alle Infos zum Code und Houseplant Factory, den findet ihr bei meinem aktuellen Instagram-Posting. Auch nochmal, wie lang, wieso, weshalb. Und liebe Mary Kay, den Pass, den wird es ab nächster Woche teuflisch zu erwerben geben. Der erste Livestream ist ja, wie gesagt, nächsten Montagabend gratis auf YouTube und bleibt dort auch gespeichert für euch dauerhaft. Und ab übernächster Woche dann quasi gilt und greift der Staffelpass. Und bis dahin könnt ihr ihn auf jeden Fall rechtzeitig erwerben und findet dann den Link zum nächsten, zum zweiten Greenery Livestream in eurer Academy. Erklären wir euch aber alles nochmal, wenn es soweit ist. So, Stunde ist schon fast vorbei. Jetzt würde ich sagen, schauen wir uns die Farben nochmal genau an.
und dann malen wir mal was damit. So als Ausklang in den Abend. Aber der Livestream dient ja vor allen Dingen dazu, euch so ein bisschen behind the scenes mitzunehmen in die Produktentwicklung. Das ist, was man ganz oft eben nicht sieht und hört, wenn Produkte einfach so bam, plötzlich am Markt landen. Und für alles Weitere gibt es ja die Livestreams dann, für alle weiteren Motive. Ihr könnt natürlich als allererstes mal unbedingt und sollt und müsst die leere Farbkarte, die ihr alle erhaltet, zu jeder Edition füllen. Wie das Ganze geht, findet ihr, wie gesagt, als Schritt-für-Schritt-Anleitung im Quick Start Guide. Ganz simpel und einfach. Noch als Tipp, notiert euch auf jeden Fall auch die Farbnamen und die Farbnummern, falls ihr das Ganze mal nachkaufen müsst. Und es ist immer ganz schön, auch einfach zu wissen, wörtlich zu wissen, mit was man da malt und mit was man es zu tun hat. Alternativ oder auch ergänzend dazu könnt ihr natürlich auch jederzeit Farbkärtchen malen. Das ist ganz cool, um einfach auch mal so einen losen Überblick über die Farben zu haben und auch vielleicht zu gucken, welche Farben kann man gut miteinander kombinieren. Also man kann natürlich auch alles andere mit dieser Edition malen. Das ist ja mal das Schöne. Ihr könnt natürlich jegliche botanische Motive damit malen. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Das habe ich wirklich alles vorab getestet und kann es euch garantieren. Aber ihr könnt natürlich auch Loose Watercolor Florals damit malen. Ihr könnt mit dem Indischgel zum Beispiel und mit dem Lichterocker zusammen auch eine schöne Collage malen. Und vielleicht noch, ja, vielleicht nicht unbedingt rosa mit dazu, vielleicht so ein bisschen die Hooker's Green. Also die drei Farben zusammen sind auch schon wieder eine schöne Herbstkombination. Also alle Farben in Editions könnt ihr einfach wirklich wild miteinander kombinieren und sie werden funktionieren. Das ist ja auch so ein bisschen das Prinzip der Editions. Und meine Stunden, Tage und wochenlangen Tests mit den Farben. Und die Kärtchen sind natürlich auch immer super für Flatlays, um sie ein bisschen hinzulegen dann und das ein bisschen aufzupimpen. Ne? Also Farbkärtchen sind einfach immer cool. Genau, und da sagt schon jemand, unseren großen, großen, großen Fehler, den wir gemacht haben, überall, der hat sich irgendwie durchgezogen. Wie gesagt, wir sind auch nur Menschen. Und selbst bei Schminke ist es niemandem aufgefallen, dass natürlich Hooker's Green nicht die 512 ist, das ist Chromoxid-Grün Stumpf, sondern die 521. Das werden wir also alles korrigieren, sowohl im Guide, hier auf meinen Karten ist egal, als auch überall auf der Website und auch auf den nächsten Verpackungen. Aber die alten Verpackungen haben leider überall die falsche Farbbezeichnung drauf von. Ah nee, guck. Hooker's Green. Nee, doch. Hä? Dann habe ich ein falsches PDF. Da staune ich jetzt gerade selber drüber. Guck mal. Das ist ja lustig. Das muss ich morgen mal recherchieren. Auf jeden Fall, das korrigieren wir auf jeden Fall in den Guides. Da ist es falsch und auf der Website auch. Da habe ich nämlich geschaut. Hookerscreen 521. Ah, vielleicht noch super, super spannend auch. Ihr habt ja vielleicht alle diese, also wenn ihr sie besitzt, die Seasons Collection, habt ihr sicherlich auch alle diese Farbkarte mit den ganzen Farben, die enthalten sind. Und da seht ihr auch ganz schön, dass nur eine einzige Farbe in der Botanical Edition enthalten ist, die dort in den 48 Farben der Seasons Collection auch schon drin ist, nämlich Saftgrün. Saftgrün ist die, und die ist korrekt drauf gemalt, 530, nämlich hier in der Tropical Summer Edition. Und Saftgrün, sorry, aber Saftgrün musste einfach rein in die Botanical Edition, weil Saftgrün einfach so eine Basic-Farbe ist. Das sagt ja schon der Name Saftgrün. Alles, was irgendwie ein saftig grünes Blatt ist, ich habe hier am Boden im Studio vorhin eins gefunden, ist einfach Saftgrün. Und Saftgrün gemischt mit Cadmiumgelb hell, also dem Gelb, das enthalten ist, macht einfach ein super schönes helles Grün, womit ihr die ganzen feinen Adern ganz, ganz toll auch malen könnt. Also Saftgrün ist einfach ein Must-Have bei Botanicals, deswegen musste Saftgrün mit rein. Aber ihr habt ja gesehen, Saftgrün ist bei mir auch schon echt quasi am Boden, auch bei der Tropical Summer Edition. Deswegen ist es, finde ich, auch nicht schlimm, dass das eine Farbe ist, die jetzt bei Tropical Summer und bei der Botanical Edition eben doppelt enthalten ist. So. Und jetzt würde ich mal sagen, schnappen wir uns unser Papier und unseren Pinsel und malen noch ein kleines erstes Motiv mit den 12 enthaltenen Farben. Ganz, ganz kurz, wir können sie nochmal durchgehen, die Farben vorab. Wir haben ja wirklich tolle Farben. Cadmiumgelb hell ist mit drin, Indischgelb, ein super schöner hellgelber, ja, Orange-Gelbton. Richtig cooles Brillant Purpur. So ein bisschen wie Opera Rose, aber nicht ganz so deckend. Ein bisschen lasuriger, lasierender. Saftgrün habt ihr schon gehört, Phthalogrün auch sehr geil, aber benutze ich persönlich tatsächlich immer nur als Mischfarbe. Aber es ist eine super geile Basis für
für Grünmischfarben, Talo Green. Hookers Green, übrigens sollte Hookers Green ursprünglich auch in die Tropical Summer Edition rein, aber das konnte da zu einem Zeitpunkt nicht ausreichend produziert werden von Schminke, deswegen hat es es nicht reingeschafft. Aber ich freue mich deswegen riesig, dass Hookers Green, eine meiner absoluten Lieblingsfarben ever, jetzt damit drin ist. Grün Oliv ist eine super schöne Grünfarbe. Natürlich könnt ihr euch Grün Oliv auch mischen, aber das einfach schon als Snäppchen fertig zu haben, macht es halt einfach gerade für Anfänger so viel leichter. Preußisch Grün und Preußisch Blau, das sind sehr schöne Farben, vor allen Dingen auch für so grau-blaue Motive und Pflanzen, auch gerade wie Eukalyptus oder diese Echeveria, die ich gezeigt habe, super cool. Lichter Ocker, Lasur Siena sind vor allen Dingen schon für Terrakotta, aber auch zum Mischen. Das seht ihr beim Quick Start Guide, die können super viele coole Grüntöne mit den beiden Farben mischen. Und Payne's Grey, klassisch natürlich auch, ihr braucht eine schwarze Farbe, auch für zum Beispiel natürlich die kleinen Tupfer hier. Oder auch zum Abtönen von Farben. Damit könnt ihr natürlich mit dem hellen Grau auch immer super Farben einfach abtönen. Und wofür ihr natürlich auch super das Brilliant Purpur benutzen könnt, ist ein bisschen überstrahlt hier, als Hintergrund. Also ihr könnt natürlich auch super das Rosa einfach als Hintergrund benutzen. Ich gucke mal, ob ich das so ein bisschen... Ah, besser. So. Genau. Ihr könnt das super als Hintergrund benutzen, weil Rosa einfach eine super, super schöne, fast Komplementärfarbe ist zu Grün und eine schöne Ergänzung. Oder auch Gelb. Gelb und Orange ist auch eine sehr, sehr schöne Kontrastfarbe zu Greenery. So, so viel vorab. Ansonsten vielleicht nochmal eine kurze Sneak Peek, was wir so malen im Guide oder auch in der Freundinus Live Staffel. Zum Beispiel, ich kann es einfach mal kurz hier nochmal reinhalten, so ein Diefenbachierblatt. Das könnte man hier quasi auch reinstecken, man würde gar nicht erkennen, dass es ein Blatt ist. Also es wird bei Frau Hönenus Live tatsächlich auch in dieser Staffel öfter mal um Motive gehen, wo man ein bisschen mehr sich in Details verlieben muss, weil einfach einige Grünpflanzen Details erfordern, damit sie als die Grünpflanze erkennbar sind, die sie nun mal sind. Die Diefenbachie ist ein gutes Beispiel dafür. Aber es wird natürlich auch wieder loose und sehr abstrakt und maximal lose zugehen. Lasst euch einfach überraschen. Ich überlege mir ein buntes Potpourri für euch auf jeden Fall. So, und jetzt malen wir was gemeinsam, würde ich sagen. Ich habe euch ja vorab gesagt, was ich heute mal benutze. Ich benutze heute mal hier unseren neuen Bamboo Mixed Media, unser Bambuspapier, weil es einfach, erstens ist es auch Greenery. Es ist ja quasi Greenery-Papier aus dem grünen Bambus. Und es hat einfach eine unglaublich schöne Struktur. Anders als kalt gepresst, so ein bisschen, Fokus, ein bisschen weicher fast als kalt gepresstes Aquarellpapier. Und einfach ein Traum. Ein Traum. Nehmen wir das jetzt mal hier so vor. Und auch immer, jetzt kann ich es ein bisschen heller machen, glaube ich, wieder. Und ich habe mir für euch heute ein kleines Motiv zum Start überlegt, was ihr natürlich dann auch nochmal nachmalen könnt. Und zwar malen wir gemeinsam ein kleines Palmblatt. Palme und Fahne sind super, super Anfängermotive. Ich benutze heute auch mal den, finde ich, One and Only Palm- und Farnblattpinsel. Auch relativ neu noch bei uns im Shop, nämlich diesen Da Vinci Casa Neo Aquarell Verwaschschlepper. Also eine Kombi aus Verwaschpinsel, das seht ihr hier oben, und Schlepperpinsel. Und diese lange Spitze mit den ganz feinen Haaren vorne, was ja typisch ist für den Verwaschpinsel und den Schlepper, die Länge des Schleppers, ist einfach super genial geeignet für diese Farnblätter und diese Palmenblätter. Das ist, also ihr könnt auch einen Rundpinsel benutzen, hatte ich ja gesagt, das geht natürlich ganz genauso, aber ihr seht, die Länge und auch die Spitze ist einfach anders. Und das zeige ich euch dann, wie ihr mit dem Pinsel ganz, ganz einfach ein Farn- und Palmenblatt malen könnt. So, ich versuche das mal hier unten so ein bisschen, egal, wir malen einfach mal mitten rein. Sind wir mit dem Platz arrangieren ein bisschen schwierig. Ansonsten würde ich jetzt mal sagen, wir machen das jetzt einfach mal. So, da könnt ihr jetzt mehr erkennen. Genau. So, hier habe ich meine Farben, mache natürlich auch wieder und meinen Pinsel. Und ein Palmblatt malt sich wirklich super, 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 super easy. Ich fange jetzt mal hier oben einfach an. Ich nehme jetzt mal einfach für unser Beispiel
erstmal natürlich aktivieren, damit die Farben leichter benutzbar sind mit meinem Spraymister, bevor ich da ewig drin rummische. Ihr könnt euch natürlich jetzt auch Grüntöne mischen, aber ich nehme jetzt wirklich mal die bestehenden, um euch zu zeigen, wie schön das damit aussehen kann und wie leicht es auch damit einfach zu machen ist. Und ich starte hier wirklich wieder mit dem Saftgrün und gehe mit meinem Pinsel rein und male mir aber von unserem Palmenblatt zuallererst mal wirklich diesen Strunk in der Mitte, also diesen, ja quasi die Blattader, an der sich diese ganzen Palmblättchen dann befinden. Ich wasche meinen Pinsel jetzt erstmal nochmal ein, zwei, dreimal aus, damit ich hier wirklich ein sehr, sehr helles Saftgrün habe. Und dann gehe ich hier einfach, und es geht eben auch gerade super, super leicht mit diesem Verwaschschlepper, mache ich hier einfach mal so einen Bogen. Und dann fange ich oben an bei dem Bogen. Und das Einfachste und Wichtigste ist, die Farbenblätter bestehen immer aus einem tiefer gelegten Pinsel. Und dann immer wenig Druck, viel Druck, wenig Druck. So lässt sich wirklich jedes Farbenblatt, egal ob von oben nach unten oder unten nach oben, ganz, ganz leicht erstellen. Und das geht eben einfach echt super, super easy peasy mit diesem Pinsel. Wenig Druck, viel Druck, wenig Druck. Und von oben nach unten wird der Farn und auch das Palmblatt breiter. Und wir wechseln auch von oben nach unten so ein bisschen die Farbe. Und jetzt gehe ich mal so ein bisschen ins Hookerscreen rein und mische so ein bisschen Hookerscreen ins Saftgrün. Natürlich könnt ihr auch hier, solange das Ganze noch feucht ist, und das Bambuspapier ist ja auch ein sehr, sehr tolles Papier, weil es eben auch, ich glaube, 10% genau Baumwolle enthält. Ihr könnt natürlich hier auch noch Nass-in-Nass-Effekte mitnehmen und diese Palmblätter so ein bisschen betonen und akzentuieren. Und Palmblätter, das ist auch, also das Schöne an Greenery-Motiven ist, man, das heißt das Schöne, das Aufwendige eigentlich, ist, dass man, bevor man sie mal wirklich erstmal das Motiv studieren sollte, das sollte man ja bei allen Motiven, aber noch viel mehr bei den Greenery-Motiven, damit man wirklich ganz genau weiß, was macht die Pflanze aus, warum schaut das Blatt so aus, wie es ausschaut. Gehe ich wieder in mein Wasserglas rein. Und auch ganz, ganz wichtig bei allen Motiven aus der Natur, auch wie bei Watercolor Botanicals, malt sie nicht perfekt. Also malt nicht eins hier, eins da, eins hier, eins da, wirklich wie so, wie so ein Torbogen, sondern malt auch wirklich mal eins vielleicht, was ein bisschen einfach abgeknickt ist, nach außen abgeknickt ist. Wechselt bei jedem Blatt wirklich die Farbe oder geht ein bisschen mehr in euer Wasser rein, damit ihr Helligkeit variiert. Und malt die auch mal so ein bisschen abgeknickt. Oder ihr könnt natürlich auch eins mal hier nach oben überlappen lassen und hier ins andere Blatt mit reinmalen. Oder vielleicht mal eins da unten wirklich so umknicken lassen. Also das ist wahnsinnig wichtig bei Natur und auch bei Greenery, dass ihr hier ein bisschen spielt mit der Genauigkeit. Und genau, eben wirklich die Motive einfach so ein bisschen, ja, nicht lose malt, aber eben, ja, wie sagt man da am besten, hundertprozentig akkurat, nicht korrekt, schon korrekt, aber nicht akkurat. So, hier unten sind wir angekommen, hier kommen quasi wirklich die größten und auch längsten Blätter, und ihr seht, ich variiere einfach nur so ein bisschen zwischen Saftgrün und Hookerscreen und verschiedenen Abstufungen, also Mischungsverhältnissen. Und dann könnt ihr natürlich hier unser fertiges Palm- und Farnblatt, das ist also quasi also eine Mischung aus Palm- und Farnblatt, natürlich am Ende auch noch mal ein paar Akzente reingeben, solange das Ganze noch feucht ist. Wenn es trocken ist, habt ihr natürlich hier andere Effekte noch mal mit drin. Oder was auch ganz schön ist, ihr könnt am Ende nochmal, nachdem wir zu Beginn diese Blattader in der Mitte sehr, sehr leicht gemalt haben, könnt ihr am Ende das Ganze nochmal nach unten mit einem Schatten, mit einem dünnen Schatten akzentuieren. Das geht auch super mit diesem Casanego-Schlepper. Einfach wirklich eine ganz, ganz leichte Linie in einem richtig satten, dunklen Hookerscreen. Ganz, ganz leicht hier unten einfach an dieser ursprünglichen Linie entlang sitzen. Also ich liebe diesen Pinsel, weil es eben ein Pinsel ist, der so viel auf einmal zulässt. Also ihr habt wirklich einen Verwaschpinsel, ihr könnt auch ganze Flächen damit malen, ihr könnt aber auch super eben gerade durch diese Form des Pinsels
diese typischen Blätter einfach von Farn, wie gesagt, von der Palme malen. Und ihr könnt aber auch durch diese krass zulaufende Spitze von diesem Schlepper-Verwaschding, nenne ich es jetzt mal, super, super feine Linien, das seht ihr hier, und Akzente setzen. Also es ist einfach ein großartiges Teil, finde ich. Ja, braucht man eigentlich nichts anderes mehr, wenn man den hat. Und das war's. Je nachdem, wie detailliert ihr das Ganze jetzt noch machen wollt, könnt ihr natürlich hier auch noch Adern in den einzelnen Blättern einzeichnen oder so ein bisschen vielleicht auch nur andeuten, das Ganze. Aber ich mag es ja immer ganz gerne clean und so ein bisschen eher loose. Und Farren und Palmen kann man auf jeden Fall auch noch sehr, sehr loose malen. Da muss man auch nichts vorzeichnen. Das soll wirklich so loose und so abstrakt ausschauen, wie es auch ist. Und genau, mehr muss man da eigentlich nicht machen. Natürlich kann man am Ende wie überall und immer noch ein bisschen spielen dann bei dem Ganzen mit ein bisschen Klecksen. Hier und da. Die waren jetzt ein bisschen weit da. Hier und da. Und schon sieht das Ganze noch ein bisschen kunstvoller aus. So. Und dann seht ihr das wirklich hier auch in 0, nix, wie immer bei diesen losen abstrakten Motiven so ein kleines süßes Farbenblatt entstanden ist, und diesen minimalen Schatten, den wir hinzugefügt haben, wirkt das auch gleich so ein bisschen plastischer und realistischer, aber dennoch abstrakt. Also das ist wirklich genau das, was mir einfach Spaß macht, schnell abstrakt und lose Dinge zu malen und durch dieses Unperfekte, was wir gemalt haben, links und rechts eben auch noch natürlich. Und das ist ganz, ganz wichtig. Das seht ihr auch bei allen Pflanzen, die wir gemeinsam malen, auch bei der Monstera. Auch da ist nicht alles symmetrisch. Die Natur ist einfach nicht perfekt und nicht symmetrisch. Und das ist das Schöne daran, dass ihr eben einfach unperfekt malen könnt. Also das wirklich nur so als Mini-Mini-Mini-Mini-Motiv mal, als super Einsteigermotiv. Und auch wenn ihr, wie gesagt, nicht diesen Pinsel habt, ihr könnt das Ganze auch einfach mit einem ganz normalen Rundpinsel machen. Aber es ist ja auch immer ganz schön, noch passend zu den Farben so ein bisschen anderes Material zu shoppen. Und da empfehle ich euch auf jeden Fall diesen Aquarellschlepper. Der ist einfach echt geil. Für viele, viele Dinge. Jo, so viel Farbe. Ich will euch eure Zeit gar nicht mehr in Beanspruchen. Eine Stunde ist durch, nachdem wir zu spät angefangen haben. Beende ich das Ganze jetzt pünktlich und fahre nach Hause zu meinen Jungs, die schon längst im Bett sind, und mache Feierabend. Das war's. Ich kann aber nur sagen, ich freue mich riesig über diese Ergänzung und ja, Erweiterung der Seasons Collection. Und ich freue mich vor allen Dingen so riesig über wirklich euer Vertrauen, eure Loyalität, eure große, 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 jahrelange, teilweise jahrelange, einige kenne ich ja schon jahrelang von euch, Unterstützung all meiner Produkte. Also ich glaube, es gibt wirklich einige von euch da draußen, die fiebern jedem Produkt, das wir rausbringen, genauso hin wie wir selbst intern und kaufen sich dann auch sofort, wenn es draußen ist. Das finde ich ganz, ganz, ganz toll, ist absolut nicht selbstverständlich. Es gibt mittlerweile viele, viele andere tolle Künstlerinnen und auch Produkte auf dem Markt. Und deswegen freue ich mich ganz besonders, wenn es wirklich Fans gibt oder vielleicht auch Leute, die einfach sagen, hey cool, die Editions, Seasons Collections fand ich vielleicht nicht so cool, aber die Botanical Edition ist voll mein Ding. Deswegen freue ich mich über jeden, der den Weg zu mir und all meine Produkte findet. Und vielen Dank auch, dass ihr live mit dabei wart. Das Ganze wird jetzt gespeichert. Das heißt, ihr könnt es einfach direkt danach nochmal anschauen und dann auch, sobald ihr die Edition zu Hause habt, nachmalen. Vergesst nicht alles, was ihr malt, mit der Edition natürlich, wie immer auch bei der Seasons Collection, mit Hashtag Prohölle Botanical Edition zu taggen, damit ich es finden kann. Verlinkt mich immer gerne auf allem, was ihr malt und macht. Ich freue mich immer, immer riesig über euer Feedback zu den Ideen, zu den Produkten, zu den Livestreams, zu allem, was ihr habt und denkt. Schickt uns gerne mal Feedback dazu. Und ansonsten seid gespannt auf den Watercolor Botanical Guide. Da werde ich jetzt jeden Tag, jede Stunde investieren, die nächsten Wochen wahrscheinlich. Und freut euch mit mir gemeinsam auf die zweite Staffel Bräunlos Live. Es wird die nächsten Wochen grün, 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 auch wenn es draußen so ein bisschen herbstlich wird. Und natürlich auch die Natural Fall Edition bei der dritten Staffel wahrscheinlich dann Bräunlos Live eine Rolle spielen wird. Wird es jetzt erstmal noch schön grün, weil das ist ja das Schöne, sobald der Herbst draußen einzieht, kann man sich grün drinnen mit den Grünpflanzen alles noch so ein bisschen grün erhalten. So viel zu dem, was ich heute alles sagen wollte. Ich glaube, ich habe nichts vergessen. So, ich packe hier meine 7 Sachen zusammen. Wünsche euch einen wunderschönen Abend. Wir sehen uns hoffentlich in einer Woche zur selben Zeit, aber nicht im Studio, sondern zu Hause. Montagabend, 20 Uhr ist es soweit. YouTube-Livestream für alle öffentlich. Freunde News Live, die Botanical-Staffel. Und genau. Es gibt diese Woche noch ein paar Neuigkeiten.
neue Produkte im Shop. Es passiert viel bei uns. So, einen wunderschönen Abend wünsche ich euch. Macht es gut. Vielen, vielen Dank für alles. Ihr seid wirklich ganz, ganz toll. Und ich bin einfach nur unendlich dankbar für jeden von euch, der unseren Weg, meinen Weg und meine Produkte und Visionen unterstützt. Ganz viel Liebe und grüne Liebe an euch da draußen. Passt gut auf euch auf und bis bald!